Mathematiker und Satiriker Johann Nestroy sagte, die Phönizier haben das Geld erfunden, aber warum so wenig? Er kannte noch nicht die Notenpressen der amerikanischen Zentralbank. Die druckt einfach mehr, wenn das Land zu wenig Geld hat. So weit, so einfach. Das zentrale Thema des Jahres 2011 war wieder einmal das liebe Geld. Vor allem die Geldmengen. Millionen, Milliarden, Billionen. Man wurde ganz schwindlig vor lauter Nullen. Wobei die Doppelbedeutung von Nullen im Finanzbereich in zahlreichen Wortmeldungen deutlich wurde. Was ist das Geld? Diesem Thema widmet das vierteljährliche Magazin Die Gazette ihre jüngste Ausgabe. Diese Publikation will die Menschen wieder zur Teilnahme an der politischen Willensbildung bewegen. Ich habe vor der Sendung mit dem Herausgeber Fritz Klunk über Geld und unsere Probleme mit dem Geld gesprochen. Zuerst fragt sich Catalina Lopez, was dieses sonderbare Ding ist, das Geld. Es ist Teil unseres Lebens, unseres Alltags. Ganz selbstverständlich benutzen wir es, aber wissen wir wirklich, was es ist, was genau es macht? Geld, bei näherer Betrachtung ein abstraktes Konstrukt, jenseits unseres Vorstellungsvermögens. Es arbeitet und vermehrt sich von alleine. Der Markt, auf dem es kursiert, reguliert sich, zumindest nach Adam Smith, selbst mit der unsichtbaren Hand. Alles kann zu Geld gemacht werden, Zeit ist auch Geld. Warum aber ist etwas für uns so Handfestes doch so abstrakt? Es wird aus dem Nichts erschaffen, gottgleich. Staaten drucken es, Banken verleihen es, was aber nicht heißt, dass es ihnen auch gehört. Aber Moment, gehen wir lieber einen Schritt zurück. Früher war es auch einfacher. Zum Handeln wurde Gold benutzt. Es hatte einen konkreten Gegenwert. Doch mit den sich mehrenden Handelsbeziehungen wurde Gold als Tauschmittel immer umständlicher. Also gab man nur noch Quittungen für Gold raus. Aus Quittungen wurden Geldscheine und irgendwann reichte nur noch die Unterschrift des Schuldners und damit das Versprechen der Bank, das Geld zurückzugeben. Der Beginn unseres jetzigen Finanzsystems. Heute ist im Euroraum gerade mal ein Zehntel des existierenden Geldes auch tatsächlich im Umlauf. Der Rest ist eine Fiktion, mehr Schein als sein. Wie viel ist unser Geld also wert? Unsere gesellschaftliche Wertschätzung beruht auf Geld. Was viel kostet, ist auch viel wert. Ob wir genügend davon haben oder nicht, entscheidet auch darüber, ob wir Teil des Systems sind oder nicht. Wir sind in dem Glauben erzogen worden, dass wir Geld brauchen, um zu leben. Doch ist Geld tatsächlich nicht mehr als ein Glaube? Behaftet mit dem Wert, den wir dafür aussprechen? Und wenn also unser Wertesystem darauf aufgebaut ist, wie stabil kann es dann sein? Was kann es aushalten? Muss es nicht auch eine Alternative geben? In München begrüße ich den Herausgeber der Zeitschrift Die Gazette, Fritz Klunk. Schönen guten Abend, Herr Klunk. Guten Abend, Herr Granditz. Ich lese in Ihrer Zeitschrift Die Gazette, wenn es keine Schulden gäbe, gäbe es auch kein Geld. Können Sie uns das erklären? Ich bin nicht sicher, ob ich das erklären kann. Man muss wissen, dass Geld erst entsteht, wenn jemand einen Schuldvertrag unterschrieben hat. Er geht zu einer Bank, sagt, ich hätte gerne etwas Geld, ich brauche einen Kredit. Hier ist der Kreditvertrag, ich verpfände auch mein Haus und jetzt möchte ich bitte Geld haben. Dann ist es am nächsten Tag auf seinem Konto. So entsteht Geld. Die Bank hat den Schuldvertrag, der Kreditnehmer hat das Geld auf dem Konto. Es ist entstanden aus nichts. Es war vorher nicht da. Ich muss zugeben, dass das sehr schwierig zu verstehen ist. Aber es ist das, wie heute alle Banken funktionieren. Aber woher haben die Banken das Geld? Wo ist die Quelle, der Ursprung des Geldes? Lieber Herr Granditz, die Frage zeigt, dass ich mich noch nicht richtig erklärt habe. Es gibt keine Quelle des Geldes. Das Geld war vorher nicht da. Es ist nicht zur Bank gekommen und die Bank hat es dann dem Kreditnehmer gegeben, sondern die Bank schafft dieses Geld wie ein Schöpfungsakt. Sie macht dieses Geld und hat dafür dann den Kreditvertrag in der Tasche. Es gab das Geld vorher nicht, es gibt keine Quelle. Der Kredit ist also das Geld, aber welche Konsequenzen lassen sich daraus ziehen?
Die Konsequenz bedeutet, dass es ohne Kredit kein Geld gibt und ohne Geld keinen Kredit geben kann. Die beiden bedingen einander. Es sind, man kann sagen, zwei Seiten einer Medaille. Es sind Versprechen von beiden Seiten. Der Kreditnehmer verspricht, den Kredit zurückzubezahlen, und die Bank verspricht, sie tut es dann auch, ihm das Geld auf sein Konto gutzuschreiben. Diese beiden Dinge bedingen einander und entstehen gleichzeitig in einem Verfahren, mit einer Buchung und der Entgegennahme des Kreditvertrags. Mehr ist nicht zu sehen dabei. Und das Ding funktioniert ja auch halbwegs. Sie präsentieren im Heft auch eine Lösung für die Weltfinanzkrise. Die Schulden werden einfach gestrichen. Aber was dann? Die historische Antwort darauf ist, dann passiert relativ wenig bis gar nichts. Wir haben wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, dass beispielsweise Argentinien gesagt hat, wir zahlen unsere Schulden nicht mehr. Wir haben auch kaum mitbekommen, dass verschiedene reiche Länder Entwicklungsländern die Schulden erlassen haben, zu 50% oder sogar ganz. Wir haben auch nicht mitbekommen, dass Russland nach dem Zusammenbruch des Kommunismus mindestens einmal einen Staatsbankrott hingelegt hat. Das merken wir gar nicht, sondern das Leben und auch der Handel und der ganze Geldhandel geht wie vorher weiter. Wäre ein Verbot, mit Geld als Ware zu handeln, ein Lösungsansatz für die Weltfinanzkrise? Die Antwort darauf ist ja. Es wird nur keiner tun, weil das Handeln mit Geld und Geldderivaten und Geldversprechen und Schuldtiteln und wie die Dinge alle heißen, immer noch so ergiebig ist, wenn auch nur kurzfristig, dass es nicht abzusehen ist, dass irgendein Kreditinstitut, wie diese Akteure heißen, darauf verzichten möchte. Wir müssen bedenken, dass es erst seit kurzem, seit 200 Jahren, drei Dinge gibt, die gehandelt werden können. Vorher waren die dem Handel entzogen. Diese drei Dinge sind Grund und Boden, die Arbeitskraft und das Geld. Geld wurde vorher nicht gehandelt und trotzdem gab es Wirtschaft und internationale Wirtschaft. Und die könnte es auch geben, ohne dass es einen Handel mit Geld gibt. Wenn alles in der Gesellschaft nur mehr nach monetären Wert gemessen wird, was bleibt dann als menschliche Qualität über? Nicht mehr viel. Die pessimistische Variante der Antwort heißt, kaufen Sie Handfeuerwaffen und Konservendosen. Die weniger pessimistische Antwort wäre, organisieren Sie Ihre Nachbarschaft in eine Selbstversorgungsgenossenschaft. Besprechen Sie sich mit ihnen ab, was, wenn die große Krise kommt, zusammen getan werden kann. Diese kleinräumigen Selbstorganisationen mit oder ohne ein Regionalgeld oder einen Tauschring oder welche Veranstaltungen hier auch noch möglich sind, das ist eine gewisse Hoffnung, die ich in die Entwicklung der nächsten 10 bis 20 Jahre noch setze. Herr Glunk, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für Ihr Interesse. Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche und